Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Haribo Ingwer Zitrone, einer echten Mutprobe, würde ich mal behaupten. Hier steht drauf, scharf. Ich bin sehr gespannt. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr ja auch, dass ich Ingwer liebe. Ich trinke Ingwer auch wirklich heiß gekocht, ohne Zucker, ohne Honig, wollte ich gerade sagen. Das ist ja ein Schauspieler, nicht meine Honig. Ohne Honig trinke ich meinen Ingwer heiß gekocht in schärfsten Sud, ohne die Wimper zu verzucken. Ich liebe Ingwer. Ich trinke auch mittags immer meinen Apfel-Möhre-Ingwer-Smoothie und ich mag die Schärfe. Früher war für mich ehrlicherweise Ingwer das Schlimmste auf der Welt. Ich fand das so ekelig, das so sauerscharf. Was ist denn das? Da stellen sich mir die Fußnägel hoch. Ich weiß noch, im Jahre 1900, es ist ewig her, auf jeden Fall hat mir meine Oma im Zug, habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich weiß, egal. Auf jeden Fall hat mir die Oma damals meine Ingwer-Schokolade im Zug angeboten. Ich wusste nicht, dass es Ingwer-Schokolade ist. Ich habe reingebissen und sie sagte, es ist was ganz Besonderes. Das ist Ingwer-Schokolade. Und weil diese Oma, die ich nicht kannte, ja, von fremden Süßigkeiten annehmen sollte man eh nicht machen, aber es war halt eine Oma, habe ich das angenommen, ich habe es gegessen und ich habe wirklich 5 Minuten lang darauf rumgekaut, gekaut. Das war das schrecklichste Schokoerlebnis meines Lebens. Danach hätte ich am liebsten nie wieder Schokolade gegessen. Aber ich wusste, es lag daran, dass es Ingwer-Schokolade war und das war einfach damals für mich zu viel. Mittlerweile bin ich hier mit Ingwer aber Best Friends geworden und ich glaube auch deswegen, Mutprobe kann ich mal ein bisschen herunterschrauben. Ich glaube, das dürfte keine Mutprobe für mich sein. Ich finde es ja eher immer schlimm, wenn das so sauer ist. Das kann ich nicht so gut ab. Aber scharf liebe ich. Ingwer mag ich total. Für mich auch der Geheimtipp. Für das ganze Jahr. Mein Gott, im Sommer kann man ja auch krank werden. Immer Ingwer trinken, das befreit die Atemwege und stärkt das Immunsystem. Für mich ist das immer so eine schöne, ich denke immer so, wenn ich Ingwer trinke, dann wird der ganze Scheiß rausgespült, den ich mir vorher reingezogen habe. So, jetzt aber genug gelabert aus der Mottenkiste hier vom Junkfood-Guru von irgendwelchen Ingwer-Schokoladen auf Bahnreisen. Jetzt zu diesem Produkt, was tatsächlich, ich muss immer die Lagezeit ja auch mal dazu sagen, mittlerweile 6 Monate lagert das schon bei mir. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so gedacht, Mutprobe, aber heute machen wir es. Heute schaffen wir es. Heute machen wir zusammen hier die Haribo Ingwer Zitrone auf. Und am Ende des Videos gibt es natürlich auch einen Überblick über die Zutaten. Und ich reiße jetzt einfach mal von der Seite auf. Da würde ich mir mal von Haribo ein etwas innovatives Öffnungskonzept wünschen. Macht das doch mal, Herr Haribo. Aber erstmal rieche ich. Und es riecht lecker nach Ingwer. Also diese leicht saure Schärfe. Wenn ich nicht wüsste, wie Ingwer schmeckt, würde ich gerade denken, ich esse hier ein paar Badekugeln vom Lasch oder so. Weil, ja, es ist halt diese saure. Ist ja auch Zitrone, ist ja auch mit so einem Ingwer-Zitrone. Und das gibt halt schon so eine sehr spezielle Geschmacksnote. Aber so schmeckt Ingwer und so riecht Ingwer. Und das ist schon sehr gut gelungen. Wie viel Ingwer ist denn hier drin? Ja, hier ist Ingwer-Konzentrat drin. 0,7%. Und die Schärfe kommt tatsächlich durch. Hätte ich nicht gedacht. Es sind nur 0,7%, aber Ingwer wisst ihr, Ingwer ist sehr intensiv. Es schmeckt erstmal süß-säuerlich nach Zitrone und dann ganz am Ende ballert der Ingwer-Geschmack durch. Mega krass. Die schmecken sehr weich. Also nicht so hart wie Weingummis von der Konsistenz. Die schmecken so, als müsste keine Gelatine drin sein. Es ist aber leider Gelatine drin. Warum leider? Weil ich weiß, es gibt viele Vegetarier und die verzichten dann einfach gerne mal auf Gelatine, weil das ja auch aus tierischen Inhaltsstoffen gewonnen wird, ihr Lieben. Ja, Zitronensaftkonzentrat ist 2,3% drin. Das ist eine sehr interessante, progressive Haribo-Sorte. Finde ich ziemlich cool. Ingwer-Zitrone auf einer Skala von 1 bis 10. Ich weiß gar nicht, wie ich die bewerten sollte. Ganz ehrlich, eine ganze Tüte könnte ich davon nicht essen. Ich finde die Sorte aber irgendwie verdammt cool. Also für diesen Sortenfortschritt gebe ich einen Sympathiepunkt nach oben. Ohne Witz. Also weil es ist mal wirklich was anderes. 8 Punkte vom Geschmack, 9 Punkte, weil es einfach was Geiles ist. Ich finde es cool. Haribo, Ingwer, Zitrone, eine sehr, sehr coole Sorte. Im Winter garantiert noch geiler als im Sommer, obwohl ich das ganze Jahr am liebsten Ingwer trinken würde.
9 Punkte für den Mut, für diese spannende Sorte. Probiert das mal aus, ihr Lieben. Ist vielleicht auch für einen oder anderen ist es vielleicht wirklich eine Mutprobe. Hier oben übrigens lohnt sich, immer den Kanal zu abonnieren, weiterempfehlen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.